Willkommen, ihr lieben Kinder der Nacht, zu einer weiteren Demo. Heute spielen wir Gauntlets, heißt das, glaube ich. Ja, G-O-U-R-D-L-E-T-S. Gauntlets. Genau, eine schöne Demo, so wie es aussieht, von der Optik her. Machen wir mal so. Genau. Das war der Bildschirm, den ich eben bekommen habe zum Starten. Und wir können jetzt mit WASD heute hier ein wenig hin und her. Mit dem Mausrad noch ein wenig rein und raus zoomen. Oh, wow. Okay. Also dieses Spiel soll einfach nur dafür gedacht sein, wieder einmal einfach nur... Blip, 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 blip. Einfach bauen. Das hier soll wirklich nur dazu dienen, sich zu entspannen und einfach, ja, ein bisschen zu bauen. Genau, und diese kleinen hier, das sind die Gauntlets. Oh, mit einer Blume auf dem Kopf. Wie schön. So, dann würde ich sagen, fangen wir mal an, unsere Insel hier zu bauen. So. Bisher steht noch kein Datum fest, wann dann, ja, das Spiel rauskommen soll. Ich habe es mir, glaube ich, vor ein paar Wochen schon hier mit in die Liste reingepackt zum Aufnehmen. Also, mal gucken. So. Lass mal sehen. Wir haben hier wirklich... eine enorm riesige Fläche an Platz. Würde ich sagen, machen wir hier... Na, kann ich das so wegnehmen? Nö. Ah, hier. Ich hätte gerne hier so eine runde Fläche. So gut wie es geht. Ich würde sagen, machen wir die erst einmal. Oh, das ist ja schon der nächste. Schön. Erinnert mich ein bisschen sehr an Chihiros Reise ins Zauberland. So... Das muss nicht perfekt rund sein. Einfach so, dass es gefällt. Und dann ist gut. So. Blip, 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 blip. Ich glaube aber, ich mache die Soundeffekte ein wenig leiser, denn dieses Plip ist ein bisschen nervig, aber nur so ein bisschen. Und dann kann ich die Musik einen Tick lauter machen. So. Genau. Dann hier würde ich gern... So, dass man hier vielleicht so in die Mitte noch ein bisschen Wasser hat. So. Was passiert eigentlich? Okay, gut. Ich wollte es ausprobieren, es tut mir leid. Ah, das ist so wie bei Rollercoaster Tycoon. So, mal sehen. Ich kann etwas rückgängig machen, ich kann es wieder beschaffen. Einen Screenshot machen. Ah ja, das ist schön. So. Achso ja, mit Escape kann man das wiederholen. So. Tag und Nacht können wir einleiten. Aber zurzeit erst noch keinen Regen dazu holen. Aber das ist okay. So, ich könnte sogar in ein Gebäude reingehen. Das ist cool. Und ich kann sogar einem folgen. Ah. Ah, seh dich an. Wupp, 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 das Blättchen. Ach, das ist schön. Gut, aber ich würde sagen, wie gesagt, erstmal hier ein wenig das Terrain noch machen. Ja. Können wir eigentlich auch generell das Bild drehen? Ich glaube nicht. Rechte Maustaste können wir so halten. Oder halt auch die mittlere Maustaste. Geht auch. Naja. Gut, würde ich sagen. Na, das kann ich hier ruhig noch ein bisschen breiter. So. Ja, das gefällt mir. Höchstens nochmal hier. Und so. Ja. Wie gesagt, es möchte jetzt... ja, es möchte nicht, dass es symmetrisch ist heute. Ich möchte nicht, dass es heute ein bisschen symmetrisch ist. Ich möchte jetzt einfach hier was Schönes basteln. Dann würde ich das aber noch ein wenig da hinsetzen. Und dann können wir noch hier so... So. Und hier würde ich sagen. Ja, so ist gut. Gut, was können wir denn alles bauen? Das hier sind so Gehwege. Was bist du? Ah, okay, ein Holzsteg. Dann haben wir hier Sandfläche, Erde, Stein,
Noch mal eine andere Art von Stein und wir haben Schnee. Okay. Also wir können uns hier unsere Welt so gestalten, wie wir wollen. Oh, hier wachsen sogar Blümchen. Das sehe ich ja jetzt erst. Ach, ist das schön. Genau, es gibt hier auch keine Aufgabe, wurde gesagt. Es ist einfach nur entspann dich und bau ein bisschen was. Und das möchte ich jetzt heute auch machen. So, dann können wir uns Häuser hier mit hinstellen. Mhm. Oh, so ein richtig schön ländlichen Häuschen. Können wir das drehen? Ich glaube nicht. Moment, wir können uns hier mal die Steuerung angucken. Ja genau, hier auch noch die Links, Steam, Discord, Feedback geben. Mhm. Oder wenn wir eine E-Mail haben wollen, wenn das Spiel irgendwie rauskommt, glaube ich, dann können wir das auch noch machen. Settings. Ja, zurzeit nur auf Englisch, aber das macht ja nichts. Achso, ja, wenn man Twitch ist, Streamer ist, okay. Ah, mit der Tab-Taste, okay. Ja, Steuerung Z, Steuerung Shift und Z. Ja, können wir zoomen. Ja, okay. Also mit der Tab-Taste können wir Dinge drehen. Ah, sogar in alle Richtungen. Das ist cool. Die Frage ist... Achso. Na, wir können aber die Kamera leider nicht drehen. Aber das macht nichts. So, dann haben wir Bäume. Sehr viele schöne Bäumchen. Ja, ein paar abgestorbene oder zumindest noch nicht unbedingt abgestorben, aber halt so Winter. Hm, kleinere Bäumchen. Oh, Sitzbänke. Mhm. Mauern, Zäune. Mhm. Beleuchtung. Oh, ein Lagerfeuer. Oh, ich habe so eine schöne Idee für einen Park. Oh, ist das toll. Naja, für ein Café. Wahrscheinlich so ein kleiner Aushänger. Oder hier ein Schild. Briefkasten. Oh ja, hier für ein Café. Mhm. Und dann könnte man eben noch Sachen löschen. Okay. Ich würde sagen, hier vorne machen wir keinen Wohnbereich, aber eben so... Nein, man kommt hier an. Ich würde das hier noch ein wenig breiter machen wollen. So. Ich weiß auch noch nicht, wie lange wir jetzt hier an dieser Demo spielen. Ich würde einfach mal sehen, was so die Zeit bringt und wie lange ich Lust dazu habe. Aber schon alleine vom Stil her, ich finde es echt süß. Es ist schön. So viele kleine süße Bubbles. Gut, ich wollte jetzt hier eine kleine... Ja, man kann schon sagen, Parkanlage hinsetzen. Würde ich sagen, hier noch ein Baum, da noch ein Baum. So, schöne Bäumchen. Damit es nicht ganz so eintönig ist, noch ein paar andere dazu. So, hier. Muss doch auch ein bisschen vielfältig sein. Mhm. So. Ja, ich glaube, das reicht. Sonst wird es nachher zu überladen. Falls es nicht jetzt schon der Fall ist. Gut, okay, Parkbänke. Auch wenn die... Wie heißen die nochmal? Godlets? Hier nicht wegkommen, würde ich sagen, stelle ich trotzdem mal eine Parkbank hier so hin. Dass, wenn sie doch mal weg wollen, dass sie hier warten können. Oh, setzen sie sich auch? Das wäre irgendwie schön. Ja, sie setzen sich sogar! Ah, es ist toll. Ja gut, im Moment, ja. Sie klippen sich eher rein, aber ja. Okay, ich würde sagen, ja, die Parkbank, das sieht schön aus. Dann würde ich aber erstmal noch ein bisschen hier... Obwohl, nee. Rückgängig. Mhm. Na, wo ist denn? Ach ja, hier. Ah, muss ja nicht direkt am Wasser stehen, aber können wir so hinsetzen. Obwohl, das finde ich jetzt nicht so schön. Dann lieber ohne Lehne. Mhm. Dann würde ich aber... Achso, da müsste ich das hier machen, ne? Ja, okay. Dann würde ich aber eher dann nochmal eins dahin setzen wollen.
Und hier drüben auch nochmal 3 Stück. So, dann können sie sich da hinsetzen. Das ist ein bisschen zu dicht gewesen. So. Die Frage ist, könnten wir später auch nochmal hier was in die Mitte setzen? Mal sehen. Ich glaube hier... Ja gut, Holzsteg wäre jetzt, glaube ich, ein bisschen doof. Hier wäre es dann ganz schön, wenn man eine Brücke rübersetzen könnte. Oder halt... Ja genau, so eine Brücke. So über Kreuz und dann in der Mitte aber eben, dass man sich da auch nochmal hinsetzen könnte. Oh, das ist süß! Okay, aber da das jetzt erstmal nur der Eingangsbereich ist, sag ich mal, müssten wir auch nochmal sehen, dass wir hier nochmal weiterbauen. Denn wir haben eine Menge Platz und die Leutchen wollen ja bestimmt auch irgendwo wohnen. Wir können jetzt unser Werkzeug leider nicht größer machen, weswegen wir jeden Block leider einzeln setzen müssen. Aber das macht ja nichts. Würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal hier. Nur noch ein Stückchen breiter hier. So. Oh, ich mag die Musik im Hintergrund. Die ist echt schön. Hier nochmal ein Stückchen hin. So. Also, wir haben eine Menge Platz. Die Frage ist nur, wie großartig wollen wir das gestalten? Also, das hier wäre tatsächlich ein gutes Streamspiel. Ich hatte selber schon generell überlegt, mal wieder zu streamen, aber ich müsste da einfach mal gucken. So, machen wir jetzt nochmal einen zum Gebiet hier. Aber gar nicht so schlecht, dass ich jetzt einfach mal so ein Spiel habe, wo ich mich wirklich komplett kreativ ausleben, naja, in Anführungszeichen, muss. Dass einfach nur meine Kreativität mal gefragt ist. Da habe ich nämlich manchmal auch ganz schön Schwierigkeiten. Deswegen gar nicht so verkehrt. So. Na, ich glaube, in die Richtung noch ein bisschen so. Ja, das passt irgendwie schon. Hat zu passen. Ja. Blip, 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 blip. Na, ich glaube, für die Vollversion wäre es ganz gut, wenn man das, diesen Plop-Sound entweder wegmachen könnte. Oder zumindest ja, austauschen könnte gegen etwas anderes. Ich glaube, auf Dauer, wenn man da nur am Bauen ist die ganze Zeit, ebenso die Landmassen hier, dann könnte dieses Plop, 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 Plop vielleicht ein wenig nervig sein. Aber wer weiß. So. Ich möchte jetzt schon mal ein bisschen was vorbauen. Hier so eine schöne kleine Landzunge. Sieht jetzt wirklich aus wie eine Zunge fast schon. Naja. Na, dass man sich hier auch nochmal irgendwie hinsetzen kann. So. Blub, 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 blub. Na, wir haben aber schon einige Leutchen hier am Wuseln, ne? Oh, Rollercoaster Tycoon an sich ist auch ein echt tolles Spiel. Ich habe das früher so gerne gespielt. Ich bin nie so wirklich weit gekommen, weil ich damals nicht so dieses... Ja, Verständnis hatte, sag ich mal, für... ja, Finanzen und sowas. Und das braucht man zum Teil ja auch, beziehungsweise so Strategie. Ich glaube, das hier noch ein... bisschen schmaler. Ja, so. Aber das hier auch noch mal ein bisschen weiter abrunden. So. Deswegen so Rollercoaster Tycoon wäre, glaube ich, auch nichts für mich irgendwie zum Let's Playen oder so. Und es gibt bestimmt genügend andere, die das schon gemacht haben. So, hier. Okay, ich möchte langsam mal die ersten Häuser aufbauen. Da würde ich gerne aber noch ein bisschen mehr Landmasse haben wollen. So. Oh, genau, hier hinten könnte vielleicht ein Café hin. So. Dann könnte hier die Terrasse quasi sein. Naja, Terrasse. So, dass die Leute sich dort hinsetzen können.
So, und einen schönen Ausblick hierhin haben. Ja. Na, noch ein kleines Stück. So. Genau. Würde ich sagen, können wir ja damit mal eben anfangen. Dort. Sitzgruppen. Was nehme ich denn? Das Blau ist ganz schön. Ja, die Hocker hier sind auch ganz nett. Na, ich glaube, hier wäre irgendwie die Gefahr. Wäp! Deswegen machen wir das mal so. Und noch ein hier. Na, machen wir da noch einen hin und hier noch einen. Na, jetzt ist es ein bisschen schief, aber egal. So, und dann schauen wir mal. Das sieht mir alles eher noch so aus wie Wohnhäuser. Aber ich denke mal, ich meine, alte Häuser sind teilweise ja tatsächlich sogar eher auch für Nutzen gewesen. Ich sag nur, unten der Bäckerladen und oben dann, na eben, ja, wohnen und so. So, ein paar Schilder. Würde ich sagen, stellen wir mal hier auf. Aha. Man könnte dann auch in die Nähe noch eine Herberge machen. Aber ich würde sagen, das hier ist erstmal gut. Dann mal schauen. Hier noch vielleicht ein kleiner Wegweiser. Na, würde ich sagen, packen wir den ruhig hier hin. Und noch einen dahin. Aber auch so faszinierend. Man sieht eigentlich überhaupt nicht, was da drauf steht. Aber man kann sofort hineininterpretieren, was es sein könnte. Oder generell, dass man einfach so, ja, den Gegenständen den Nutzen selber noch zuschreibt. Das finde ich irgendwie cool. So. Gut. Dann mache ich das aber noch mal ein winziges bisschen noch weiter. So. Dann sieht das noch ein winziges bisschen besser aus. Ja, so ist gut. Ja, das gefällt mir. Dann könnte man hier vielleicht noch mal irgendwie noch einen anderen Arm hinpacken. Ja, stimmt. Man könnte die Inseln eigentlich auch ein bisschen, ja, formen, so wie Tierchen oder andere Gegenstände oder so. Ja, kann man machen, wie man möchte. So, auf jeden Fall. Ich würde sagen, ja, das hier sieht mir schon fast aus wie so eine Art Rathaus. Ich weiß nicht warum, oder eher so das hier aus Stein. Naja, hier hinten noch ein wenig. Ja, stimmt, man könnte dann so eine kleine Insel machen. Na, so ähnlich wie hier, nur dass man dann hier so einen Steg rüber hat. So. Ein bisschen so noch. Und dann hier. Ja, ich bin nicht gut im Kreise ziehen. Zumindest nicht so mit der Maus. Aber naja. Ah, die Musik ist schön. Und dann könnte man hier quasi ein Haus hinstellen, was dann das Rathaus sein soll. Na, so. Mhm. Na, wie gesagt, für die Vollversion wäre es, glaube ich, ganz gut, wenn man dann auswählen könnte, wie groß möchte man die Fläche haben, die man, ja, bebauen möchte. Oder generell, die man bauen möchte. So. Ja, doch, ist okay. Dann setzen wir dort mal ein Haus hin. Würde ich sagen, das hier aus Stein. Obwohl, ah, wie gesagt, das hier sieht mir irgendwie mehr nach einem Rathaus aus. Ja. Packen wir das so in die Mitte hier. Zack. Oh, habe ich jetzt auf einen draufgesetzt. Entschuldigung. Aber der ist, glaube ich, wieder hier gelandet, ne? Ja. Oh, schaut euch an, wie viele wir schon haben. Ach, es ist schön. Aber so ein Land müsste es wirklich mal geben. Man kommt einfach mit dem Zug hier an. Es wird noch alles zwar gebaut, aber eben, man kann sich einfach aussuchen, wo man quasi wohnen möchte. So. Mhm. Dann ein wenig Dekoration muss natürlich auch sein. Dann hätte ich gern auch noch mal eine Bank, die in diese Richtung dort blickt. Und
eine hier. So. Gut, noch ein paar mehr Bäumchen. Obwohl, ein paar Sträucher wäre auch nicht schlecht. Oh, das hier ist auch sehr schön. So, ein bisschen auch noch direkt ums Haus drumherum. Wie gesagt, das muss nicht perfekt sein. Gut. Ja, das könnte man schon fast als Rathaus gelten lassen, finde ich. Obwohl, schauen wir mal. Wir haben ja noch andere Wege. Ja, wir können zum Beispiel den Steinweg... Oh, Gehwegplatten! So, als Gehweg. Och, ist das schön. Moment. So. Oh, wir können uns auch Wege bauen. Oh, ist das schön. Aber ich würde sagen, das hier bleibt so, wie es ist. Und dann fangen wir hier oben an. So ab hier, würde ich sagen. Dass denn Wege hin und her abzweigen. Dann ist es nicht ganz so... Genau, hier. Sehr schön. Ja, das sieht doch gut aus. Na, da noch den Büppel hin und hier, würde ich sagen. Ja, das ist okay. Gut, dann als nächstes. Was können wir noch machen? Wir können hier in die Mitte ein paar Häuser so in Reihe hinsetzen. Also sieht das, dann sieht das halt so ein bisschen aus wie so eine Altstadt. Ja, würde ich sagen, so. Und für die Diversität setzen wir immer mal ein anderes Haus hin. So. Und würde ich sagen, ja, setzen wir das noch ruhig damit hin. Ja, das sieht gut aus. So, dann können wir jetzt den Weg dahin setzen. Ja. Ah, Moment. Hier würde ich sagen... Oh, jetzt setze ich da wieder... Okay. Ah, okay. Ich brauche das auch nicht so wegmachen. Ich kann das auch einfach hier mit dann... Ich sag mal, überpinseln. Das ist gut. So. Ein wenig so. Muss ja nicht alles so akkurat gerade sein. Und das von einer Person wie mir, die eigentlich eher so auf, Symmetrie Wert legt. Naja, ist ein guter Fortschritt. Dann würde ich hier hinten jetzt auch nochmal so vier Häuser hinsetzen. Da. Dann würde ich sagen, ja, mit einem guten Abstand. Ja, doch. So. Dahin. Dann dieses Häuschen. So. Ein wenig Symmetrie. Ist dann doch okay. Und dann haben wir dieses noch. So. Okay. Dann wieder den Gehweg. Hier entlang. Plöpp, plöpp, plöpp. Aber jetzt ist das Plöpp ganz gut, weil man dann nämlich weiß, ah, okay, man hat das da tatsächlich hingesetzt. So. Ja, das sieht doch schon schön aus. Da in die Mitte kommen jetzt auch noch ein paar Bäumchen hin. Obwohl, hier können wir doch so eine... Ah, Moment, Moment, Moment. Das ist Erde. Ja, und das ist so ein roter Steinweg, glaube ich. So, hier. So eine schöne kleine Allee. Oh, ups. Das war ein bisschen viel, glaube ich. So. Eine schöne kleine Allee können wir da hinsetzen. Und machen wir da schön Bäume hin. Mhm. Machen wir so und so. Dann vielleicht noch ein paar kleinere Bäumchen. So. Na. Und hier. Ja, das sieht doch schön aus.
Setzen wir da noch einen davon hin. Okay. Oh, tatsächlich! Sie nutzen es als Kaffee! Oh, das ist ja toll! Und das nur, weil ich das ausgeschildert habe. Oh, das ist schön. Moment, hatten wir nicht auch... Wir können sogar... Oh, das ist toll. Wir können sogar die Inneneinrichtung übernehmen. Das ist großartig. Ich liebe dieses Spiel jetzt schon. Oh, das ist toll. Okay, also. Tapete. Ich würde sagen, die hier ist ganz schick. Obwohl diese Streifen... Oh, das ist ein schöner warmer Ton. Den mag ich. Oh, tatsächlich. Das hat sie jetzt wirklich als Café markiert. Oh, es ist schön. Ich freue mich gerade so unendlich. Okay, also. Schauen wir mal. Café muss natürlich da sein. Denn hier Registrierkasse. Moment, wenn man reinkommt, würde ich sagen, so... Ja. Dann würde ich sagen, hier. Und dann kann man hier vorne vielleicht nochmal einen Tisch hinstellen, dass man hier auch nochmal eben sitzen kann. Hihi, man sieht es ja schon. So. Und so würde ich sagen. Obwohl hier und da geht auch noch. Okay, dann Tresen. Wir haben hier Tresen da. Mhm. Okay. Oh, sie lesen sogar. Oh, ist das toll. Mhm, für den Kuchen wahrscheinlich. So, den Teig anrühren. Dann... So. Oh, das sind so Schaukästen. Okay, okay. Dann... mache ich das mal ruhig weg. Moment, kann ich jetzt... Ja gut. Ist aber nicht so schlimm. Hier. Unsere schönen Torten. Oh, lecker Kuchen. Dann würde ich die Kasse noch ein Stück weiter hier hinsetzen. Würde ich sagen, dahin. Dann nehmen wir den Tresen bzw. das da weg und setzen dann den richtigen Tresen hin. Da. So. Und dann kann die... Können das Personal hier so durch und dann hier hinten den Kaffee und den Kuchen machen. So, setzen wir hier ruhig auch noch welche hin. Na, Moment, ich setze das nochmal ein bisschen mittiger hin. Na, hier. Ja. Einmal Kaffee. Ah, ne, Moment, das war jetzt falsch. Würde ich sagen, hier. Dann kann man hier so diese Arbeitsfläche nutzen. Dann stelle ich Kaffee ruhig dahin. Und dann hier. Hat man schön viel Fläche zum Arbeiten. Okay. Oh, das sieht toll aus. Ich freue mich gerade richtig doll. Ich weiß nicht warum. Oh, ist das schön. Dann würde ich aber die hier einmal eben wegnehmen und noch ein Stückchen. Obwohl, ja doch, das kann so bleiben. Denn es ist sonst ein bisschen zu sehr eingeengt. So, hier ein paar Bilder. Einmal das aktuelle Menü wäre ganz gut. Hm. Ja, wo hängen wir das am besten hin? Ja gut, so hier wäre natürlich doof. Ja, ich würde sagen, hängen wir das hier drüben hin. So ungefähr, wenn man was will. Da drüben kann man sich ausgucken. Ja, ich denke, das geht. So. Ah, Notizen. Mhm, Pinnwand. So, dann noch ein paar schöne Kunstwerke. Zack. Oh, Fenster. Wir können Fenster einsetzen. Würde ich sagen, auf jeden Fall. Hier kommt ein Fenster rein. Und hier. Oh, Moment. Ja gut. Das ist noch ein bisschen friemelig, aber naja. So, das ist jetzt... Ja doch, ich hatte das schon richtig hingesetzt. So. Naja, machen wir das so. Hier können wir leider keine Fenster hinsetzen.
Aber ich würde sagen, anstelle des Bildes würde ich gerne dann auch nochmal ein Fenster hinsetzen. Damit es ein bisschen freundlicher hier drin aussieht. So. Ja, ist nicht viel Platz hier drin, ne? Aber hier können wir nochmal sowas hinhängen. Gut. Oh, dass es wirklich ein Café ist. Ich danke ihm. Ich danke den Spieleentwicklern. Das ist so schön. Ach, herrlich. Okay, ja gut, mehr brauchen wir, glaube ich, nicht. So, hier können die Leute ein bisschen sitzen. Dann hier auch noch und dieses da und... Oh, Moment, das hier habe ich ja noch gar nicht gesehen. Oh, stimmt. Oh, köstlich. So köstlich. Ja, die Frage ist jetzt, was nehmen wir jetzt am besten davon? Oh, Moment. Nee, ich glaube... So ein paar kann man dann hier hinten hinstellen. So zum Beispiel das hier. Das haben sie quasi gerade erst fertig gemacht. Und das steht jetzt noch einfach da, damit es später in die Auslage kann. Mhm. Was bist du? Oh ja, das ist dieses Törtchen hier, dieser Kuchen. Ja, kann man auch so stehen lassen tatsächlich. Das ist okay. So, dann würde ich aber einmal... Ah, dann wäre es ein bisschen... Machen wir es so. Stellen wir noch den letzten Kuchen... Nee, das ist der. Den stellen wir den noch dahin. Hier nochmal zwei davon. Dann, wo haben wir den Rührmixer? Da. Kaffee hier und dann da nochmal so. Sehr schön. Dann möchte ich das hier auch noch einmal einen versetzen und zwar nach dahin. Da. Ja, das sieht doch gut aus. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Gut, das Café ist soweit fertig. Wir könnten sogar den Fußboden ändern. Die Frage ist... Ja, das Lila hier ist ganz schön. Aber wisst ihr was? Mir ist heute mal noch pink. Beziehungsweise rosa. Ich kenne jetzt schon eine Person, die sich da richtig schön dran aufgeiert. So von wegen rosa Betten, sag ich nur. Mhm. Okay, gehen wir mal in ein anderes Haus hier. Mhm. Okay, das sieht auch aus wie ein Café. Dass man das machen kann. Das ist, glaube ich, auch dasselbe Haus, ne? Nee. Okay. Man kann also momentan nur Cafés, wenn man so will, einrichten. Na, das ist schade, aber naja. Es ist ja noch alles in der Entwicklung. Also gar kein Problem. Ja, sagen wir ruhig das. Die sind jetzt halt so Wohnhäuser. Da brauchen wir jetzt momentan nichts einrichten. Aber gut. So, hier hinten ist, glaube ich, wahrscheinlich genau dasselbe. Ja. Och, der wartet da jetzt so sehnsüchtig. Aber nein. So, okay. Was können wir denn also noch machen? Wir brauchen auf jeden Fall noch Gehwegbeleuchtung. Oh, stimmt. Ich wollte ja auch noch einen kleinen Park machen. So mit Picknick und so. So, was ist das hier? Oh, die sind ja zauberhaft. Die sind ja schön. Aber ich glaube, die hier finde ich auch sehr toll. Die Frage ist, die kleinen oder lieber die großen? Ich glaube, na, lieber die großen. Die machen mehr Licht. So. Gut, dann stellen wir jetzt überall die hier auf. Obwohl die ja auch nicht schlecht sind. Hm, obwohl, nee. Ich mag die hier lieber. So, schön überall Licht. Das stimmt, ich glaube... Oh ja, das ist schön. Gibt zwar noch keinen Lichtschimmer drumherum, aber das macht ja nichts. So. Und dann können wir jetzt die hier hinstellen. Und noch eine Laterne so hier. Ja. Mhm. Na. Da ist noch eine Ecke und da. Und auf jeden Fall hier. Und da. So, dann hier vorne noch, da noch, dort und hier. Na, setzen wir eine hier hin, eine dahin.
Ja, und das sieht doch schon ganz gut aus. So. Oh, ich bin schon fast eine Stunde, nee, halbe Stunde, dreiviertel Stunde bald am Aufnehmen. Wow. Das ist schon krass. Oh, Moment, Moment, Moment. Oh, da fällt mir gerade was ein. Wenn ich jetzt hier einen Briefkasten ransetze. Ah, nee, schade. Okay. Ich dachte, das würde sich dann ändern. Dass es dann nicht mehr als Café gilt. Aber gut. Naja. Aber dennoch, wir können jetzt überall auch noch die Briefkästen mit ransetzen. Dann haben wir hier wirklich eine kleine Wohnsiedlung. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ich glaube, das ist jetzt richtig. Ich hoffe es. Gut. Wegweiser, würde ich sagen, kommt hier auch noch mit hin. Ja, machen wir so. Mhm. Oh, sogar Vogelhäuschen. Ja, kommt einfach eins hier hin. Ja, eins hier drüben noch. Und ich würde sagen, auch noch eins hier so hin. Ein Brunnen, glaube ich. Ja. Oh, das wird auch ein gutes kleines Zentrum hier. So ähnlich wie hier, nur eben, dass dann da der Brunnen ist und dann Bäume drumherum. Ah, was noch ein bisschen fehlt, wären zum Beispiel so richtig Blumenbeete. Oh, die Blumen haben sich ja richtig weit ausgebreitet, so wie es aussieht, ne? Ach, schön. Ach, es ist herzallerliebst. Ich finde das Spiel gerade richtig toll. Nur alleine, wenn man sich das jetzt so hier anguckt. Oh ja, das ist schön. Ich wollte gerade fragen, kommen überhaupt noch neue an? Nö. Hm, naja. Aber wahrscheinlich erst in der Vollversion dann. Aber das ist ja auch absolut in Ordnung. Für eine Demo absolut in Ordnung. Wirklich schön. So, Wegweiser haben wir gesetzt. Hier da hinten das Café. Ich würde sagen, wir können ja auch noch ein paar weitere Stühle und so hier hinstellen. Ja, würde ich sagen, ein hier hin. Und ein paar hier drüben hin. Aber nicht unbedingt so direkt. Obwohl, Moment, ich kann das Vogelhäuschen ja auch einmal woanders hinsetzen. So. Wo war es denn? Da. Dann würde ich es gerne hier mit hinsetzen. So. Nochmal ein paar Laternen hier drüben. Pock, pock. Gut. Ist auch schön animiert, wie sie rein und wieder rausgehen, ne? Ja, stimmt, hier oben müsste auch noch ein Briefkasten hin. So, ist zwar kein Wohnhaus, aber so oder so, auch da muss Post hin. Na, ich kann ihn leider nicht anklicken, aber naja. Hm, doch hier wieder nur Kaffee. Naja. So. Also ich bin wirklich gespannt, wie dann die Vollversion wird. So, ich würde sagen, mache ich hier vorne noch den Park, den ich mir so dachte. Und dann würde ich sagen, mache ich auch dann hier an der Stelle, also wenn ich das soweit habe, mache ich da dann auch erstmal einen Cut. So. Hier nochmal ein wenig wieder wegnehmen. Na. Das ist doch ein bisschen schwierig. Man muss wirklich da, wo der Mauspfeil ist, muss man dann auch genau hin. Und das wegmachen. So, hier. Das tut mir leid. Und da hinten kommt er wieder an. Okay. Ich bin manchmal einfach so, so doof. Das tut mir leid. Naja. So. Dann machen wir jetzt nochmal einen schönen Park. Würde ich sagen, mit so einem Rundgang. Möchte ich aber noch mal ein bisschen was hier wegnehmen. So. Ich werde das zwar gleich wieder ein bisschen weiter aufschütten, aber naja, was soll's. So. Dass wir hier so einen richtig schönen großen Rundgang haben.
Dann kann das auch wieder hier entlang. So. Und dann aber hier noch ein bisschen weiter. So. Ja. Das wird schon gut aussehen. Hoffe ich. Oh, Moment. Ich habe eine bessere Idee. Machen wir ruhig auch nochmal so eine Landzunge hier. Na, aber nicht ganz so groß. So, hier. Na, komm schon. Mhm. Na. Kann man sich hier nämlich auch nochmal auf eine Parkbank setzen. Und dann hat man hier aber auch nochmal so eine schöne große Wasserfläche. Ich wollte eigentlich den Park bauen, aber naja. Da habe ich endlich mal ein bisschen Kreativität und dann halte ich mich nicht mal dran. Aber naja, was soll's. Ich finde es ja trotzdem schön soweit hier. So. Ein Hafen, das wäre es auch noch. Wenn dann die kleinen, wie heißen sie nochmal? Gortlets. Wenn die denn hier bei uns ankommen, dass die denn vielleicht sogar mit dem Schiff oder so hier ankommen können. Das wäre auch schön. Na, ich glaube, von der Perspektive ist das hier größer als hier, ne? Na, dann muss ich hier nochmal ein winziges bisschen wegmachen. Zumindest so in die Richtung hier. Na. So. Ja, ich glaube, dann würde ich sagen, so dürfte in etwa hinkommen mit dem hier. Mhm. Oh, oder was ich auch gerade für eine Idee hatte, dass man einfach hier so diese Wege macht. Ah, verdammt, ich habe so viele Ideen. Ah, so. Dann mache ich das jetzt doch ein bisschen größer. Ah, Schande. Dass ich mich nicht selbst an meine eigenen Aussagen halte, ist so doof manchmal. Naja, aber in dem Fall hier ist es ja in Ordnung. So, und dann hier. Dass das okay. Dass ich dann aber hier das wieder wegnehme. So, hier. Sehr schön. Da haben wir so einen Rundgang. Und dann eine schöne große Wasserfläche. Einen schönen großen See. Und dann aber, dass man auch nochmal... Obwohl... ich bin mir gerade unschlüssig, ob ich hier nochmal einen so einen Weg entlang führen lassen will, aber ich glaube, das wäre dann zu viel. Dass wenn es so, wie es jetzt gleich wird, dann doch schöner ist. Ich könnte höchstens die kleine Landzunge dann doch nochmal... Na, etwas größer machen. Genau hier. So... Hier nochmal ein bisschen so. Ja, so ist es gut. Hier nochmal ein wenig abrunden. Ja, das ist doch schön. Müsste ich hier nochmal ein wenig hübscher machen. Na, doch nicht so. So. Schon besser. Ja, das sieht schön aus. Aber ich glaube, es könnte dennoch nicht schaden, wenn man dann irgendwann Aufträge hätte. Zumindest so ein paar Kleinigkeiten. Muss ja nicht gleich so von wegen bevölkere die komplette Insel mit 10.000 Einwohnern oder sowas. Aber einfach nur, dass die Leute sich ein bisschen was wünschen können, was sie denn gerne mal haben würden. Zum Beispiel ein Kino wäre auch ganz cool. Ja, ein Kino wäre ganz nett. Oder eben halt auch, Einkaufsläden. So. Gut, dann eine Parkbank. Na. Das ist ein bisschen dicht. So. Sehr schön. Hier nochmal ein winziges bisschen ausgleichen. Mhm. Ja.
Ist jetzt keine riesige Wasserfläche, aber... nein, das wollte ich nicht. Nein! Ich wollte die noch mal kurz wegnehmen. Und das hier doch noch mal ein wenig kleiner machen. So. Sehr schön. Und hier das Stück noch. Ja, das gefällt mir schon viel besser. So. Ja, das ist doch toll. Mhm. Dann setzen wir hier jetzt noch mal ein paar Bäume hin und dann würde ich sagen, war es das erstmal. Ja gut, wir könnten auch noch einen kleinen Weg dann drumherum ziehen. Ebenso. Na. Den Gehweg halt, ne? Ja doch, hier ist sonst alles so steril grün und jetzt sind überall Blumen. Ach, es ist schön. Ich weiß nicht, warum mich das gerade so sehr freut, aber ich finde das irgendwie toll. So. Sehr schön. Ja, stimmt, hier fehlen auch noch ein paar Sträucher. So, hier vielleicht noch ein wenig so. Mhm. Gut, und dann würde ich sagen, geht das hier jetzt hier unten lang. Mhm. Ja, hier. Können wir hier gleich auch noch ein paar Bäume hinsetzen oder ein paar Sträucher? So. Ah, Moment, muss ja Doppelweg sein. Und dann einmal hier. Es muss nicht schick sein, es muss einfach nur funktionell sein. So, hier einmal rundherum. Ja, das ist gut so. Vielleicht noch ein bisschen breiter ziehen. Und dass man hier dann so über die Wiese rüber kann. Ja, das reicht doch vollkommen. Hier wäre es dann aber tatsächlich auch ganz gut, wenn man sich dann aussuchen könnte, dass man die Bäume zum Beispiel einmal ausblendet oder so. Dass, wenn man etwas hinsetzen möchte, dass das etwas angenehmer ist. Ja. Gut. Da wollte ich noch einen Baum hinsetzen. Beziehungsweise ein paar Bäumchen. So, ein paar Koniferen. Machen wir das Blaue hier noch mal ein bisschen dazwischen. So. Und noch mal einen schönen großen Baum. Ja, das gefällt mir doch. Schön. Ansonsten können wir nichts weiter machen bisher. Ja, so wie die Insel jetzt ist, gefällt mir das wirklich sehr gut. Ah ja, stimmt, die Lichter noch. Das fehlt ja auf jeden Fall noch. Wäre bestimmt auch schön, wenn es hier dunkel ist, dass man da so entlang geht, aber naja. So, na also. Und hier würde ich sagen auch wieder dieses Licht hier. Oh ja, das ist wirklich sehr schön. Und es steckt niemand aus. Oh, da oben sitzen die Leutchen auch. Das ist so schön. Ach ja. Stimmt, und hier könnte man jetzt auch noch ein kleines Lagerfeuerchen hinsetzen. Würde ich sagen, auch noch mal so ein paar Bänke drumherum. So. Moment. Zwei Abstand. Ah, das war einmal zu viel. Da. Gut. Ach, ist das schön. Doch, bisher einfach ein wirklich entspanntes Spiel. Ja, gut. Warum hat mein Avatar gerade so böse geguckt? Ich gucke nicht böse. Nein, ich gucke nicht böse. Gut, dann... Ja, doch, ist wirklich sehr, sehr schön.
Moment, ich möchte noch mal ganz kurz hier reingucken. Oh, es ist schön. Ja. Wie sie denn auch da sitzen, Musik hören, lesen. Ach, es ist schön. Gut. Wie gesagt, die anderen Häuser, die möchte ich jetzt nicht erstmal einrichten. Huch. Nee, ich möchte niemandem folgen. Genau, wishlisted on Steam. Ja, Steam. On Steam. Auf die Wunschliste setzen bei Steam. Das habe ich, glaube ich, sogar schon gemacht. Und wenn nicht, dann mache ich das gleich sofort. Wenn die Aufnahme hier rum ist. Gut, dann. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch einen Daumen nach oben da. Wenn ihr noch nicht habt, könnt ihr auch gerne abonnieren. In der Videobeschreibung findet ihr die Links zu Twitter, Instagram, Patreon und Discord, meinem Discord-Server, wenn ihr mir folgen wollt und mich unterstützen wollt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Demo wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.